Es ist eine sehr monumentale, sehr große Architektur und zum anderen ist es aber auch sehr schön als Messeveranstaltungsort, weil jeder kennt das. Also jeder kann dir irgendetwas zu Tempelhof erzählen, sei es aus der Geschichte heraus oder aus persönlichen Geschichten. Gerade die Gäste, die von außerhalb kommen, die freuen sich alle sehr, mal in die Hangars reinzukommen, das ganze Gelände mal in einer ganz anderen Situation auch zu erleben. Für den Messebau selber war es für uns eine echte Herausforderung. Diese lichte Höhe dieser Halle ist einfach so, dass dann alle Dinge plötzlich relativ klein erscheinen. Und deshalb mussten wir, das haben wir mit unserem Architekten Knut Völzke auch abgesprochen, die Messewände einfach erhöhen. Wir haben hier bei Hangar 4 ja die besondere Situation, dass man erstmal, was ja eigentlich toll ist, auf das Rollfeld gehen muss, um dann in den Hangar reinzugehen. Von daher haben wir dann gedacht, was machen wir eigentlich mit der Fläche drumherum? Und da fielen uns verschiedene Künstler ein und wir haben jetzt drei Künstler dafür ausgewählt, die wir hier präsentieren werden. Das ist unter anderem Frederik Förth, der hier eine sehr kuriose Skulptur aus sechs großen Löwen zeigen wird, die sich immer wieder aufblasen auf 6 Meter Höhe und dann doch wieder zusammenfallen. Das Werk, was wir jetzt hinter mir sehen können, das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit von Georg Korner. Die heißt Transit. Ich kenne diese Arbeit aus seinem Atelier und dachte, das ist einfach eine super Arbeit für diese Fläche. Obwohl sie ja kleinteilig ist, das sind über 1000 Figuren, 1120 insgesamt, hat sie eine enorme Monumentalität. Und das passt natürlich zu dieser riesigen überdachten Vorhalle hier, die eben damit auch als Skulpturenpark wunderbar funktioniert. Und die dritte Arbeit, die wir hier zeigen werden, ist von Sonja Edle zu Hössle. Das ist eine große, abstrakte, in sich verschlungene Arbeit aus Cortina. Bei uns geht es darum, wie überzeugend, wie prägnant ist die einzelne künstlerische Position. Und das führt natürlich bei uns zum einen dazu, dass wir ganz, ganz junge Positionen zeigen, also zum Teil Absolventen auch von ganz jungen Galerien, aber eben auch, dass man bei uns wiederentdecken kann. Das heißt, dass man manchmal Kunst bei uns sieht, die aus den 70er Jahren stammt und man sich dann, wenn man sie hier sieht, fragt, wieso hat man die eigentlich so lange nicht gesehen? Warum war die so ein bisschen in Vergessenheit geraten? Im Bereich Academy Positions präsentieren wir Absolventen von Kunsthochschulen, die wir eingeladen haben, hier einzelne Arbeiten, meistens sind das auch ihre Absolventenarbeiten, zu präsentieren. Der Gedanke ist dabei, dass diesen jungen Künstlern ermöglicht wird, den Kunstmarkt in seiner intensivsten Form, nämlich auf der Kunstmesse, kennenzulernen, dass sie die Möglichkeit haben, die Reaktionen der Besucher, der Sammler, der Kuratoren, der Journalisten, aber auch von Galeristen zu spüren, um einfach ja, zu sehen, dass Kunst auch heißt, Kunst zu zeigen und dass man sich über Kunst auch auseinandersetzt. Und das ist eben ein erster Schritt in ihre ja, vielleicht berufliche Karriere. Survive ist natürlich derzeit für viele Galerien der tagtägliche Slogan. Und wir versuchen hier bei der Positions nicht nur durch günstige Standpreise auch junge Projekträume oder Galerien einzuladen oder zu motivieren, sich auf der Messe zu zeigen, sondern was wir ja auch machen, ist, dass wir bei den Führungen, und das macht uns ja auch besonders, dass wir eben nicht nur die Galerien auf die Messe bringen, sondern auch die Kunstinteressierten und die Sammler, dass wir die eben gezielt zu den Kollegen und Kolleginnen in die Kojen bringen, um eben gerade auch junge Galerien zu unterstützen, denn die sind ja die Zukunft des Kunstmarktes. Thank you.